Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Video und dem vierten Teil der Rajendra-Kampagne. Und jetzt gehen wir in die Mission Heilige Wasser und schauen mal, worum es da geht. Neulich wurde ich an eine Geschichte erinnert, die ich fast vergessen hatte. Die Geschichte des Gottes Indra und seines Kampfes gegen die mächtige Schlange Vritra. Vritra hatte alle Flüsse der Welt als Geiseln genommen und eine weltumspannende Dürre verursacht. Nur durch die Zerstörung der 99 Festungen der Vritra und die Tötung des Tieres selbst konnte Indra das Wasser befreien. Die Priester würden es als Sakrileg bezeichnen. Aber für mich hat diese Geschichte eine verborgene Bedeutung. Ich stehe einer eigenen Vritra gegenüber und dieses Monster ist die große Lüge, die ich bis heute gelebt habe. Die 99 Festungen sind die kleinen Lügen, die immer noch in meiner Seele hausen. Meine irrationale Angst vor Verderbnis, meine Abneigung gegen Gewalt und diese unangebrachte Fürsorge für die sogenannten Unschuldigen. Nur wenn ich diese inneren Festungen zerstöre, kann ich die Größe in mir entfesseln und ein Herrscher werden, dessen Name Jahrtausende lang weiterleben wird. Dazu muss ich über unsere traditionellen Feinde hinausblicken. Weit nordöstlich liegt das Land Bengalen. Hier, wo der heilige Ganges auf den Ozean trifft, werde ich meinen bisher größten Triumph erreichen. Ich habe einen Marsch auf das Pala-Reich angekündigt, das Bengalen regiert. General Arayan führt bereits eine große Vorhut an. Gemeinsam werden wir Weihwasser aus dem Ganges zurück in die Chola-Länder bringen, damit die Götter unser Reich segnen. Und wenn ich dabei eines der größten Reiche der bekannten Welt besiegen kann, dann umso besser. Also klauen wir jetzt Weihwasser, wie es aussieht. Mal gespannt, wie das aussieht. So, wir sollen unseren General treffen. Wir können verbündete Städte oder die Kontrolle in Kontrolle in Produktionsgebäuden in eroberten Gebieten übernehmen. Wir können uns generieren, indem wir 500 Nahrung bezahlen. Aha. Und wieder diese Aktion mit den Helden, die unsere Einheit stärker machen. Keine eigene Wirtschaft. Rohstoffe von den Städten, die aus dem Weg nach Bengalen erobern. Und zu gewinnen müssen sie eine Belastung zur Rückhaltung und Berechnung finden. Ein schneller Vorstoß, wo sie dann ihre volle Stärke erreichen und Weltwunde fertiggestellt ist, könnte die Versorgungslinien zu weit ausdehnen. Aber wenn zu spät Angriff lässt, nehmen wir gar nicht zu viel Zeit. Überfälle, ich muss langsam ihren Marsch, aber die Rohstoffe, ansonsten diese, könnten sie später als notwendig herausstellen. Ah, okay. Wirtschaftsgebäude des Feindes sind nah am Fluss. Das heißt, Schiffe sind eine gute Sache. Gut, gucken wir mal. Der Weg vor uns wird lang und beschwerlich sein. Aber fasst Mut, Männer. Sobald der bengalische Kaiser tot auf dem Boden liegt, werdet ihr alle aus dem heiligen Ganges trinken. So, eine sehr gemischte Armee. Ich hole mal die Elite Elefantenbogenschützen und. Ja. Elevadiere auf jeden Fall. Uns geht der Proviant für unsere Soldaten aus, Kaiser. Darf ich vorschlagen, in der Gegend etwas zu plündern? Die Bauern haben zu dieser Jahreszeit ausgezeichnete Lebensmittelvorräte. Ich höre Gerüchte über eine riesige Chola-Streitmacht in meinem Land. Glaubst du wirklich, dass deine Armee von Grünschnäbeln es mit dem Pala-Imperium aufnehmen kann, Rajendra? Also wenn ich das richtig verstanden habe, so muss der in der Stadt bleiben. Und dann ziehe ich quasi weiter. Aber ich darf mir nicht zu viel Zeit lassen. Mal ein Bär. Hierher. Und also deshalb lasse ich den mal kurz hier drin, auch wenn ich weiß, dass ich einen Bonus bekomme, wenn ich ihn aktiv benutze quasi. Viele seiner Soldaten sind über das Land verteilt. Also sollte die Stadt ein leichtes Opfer sein.
Zolas sind da. Verriegelt die Tore. Flieht von eurem Posten. Ich meine, verteidigt die Stadt mit eurem Leben. So, kurz noch ein bisschen gucken hier. Ah, wir müssen auf jeden Fall durch diese Stadt durch, verstehe. Kalinga gehört uns. Oh, hier ist ein Gegner schon. So, also die Stadt gehört uns, aber jetzt muss ich dann wieder den mitbringen, damit ich da was ausbilden kann, ja? Er versteckt sich nun in einer kleinen Festung in den Bergen und plant, uns von hinten anzugreifen, sobald wir die Stadt verlassen. Wenn wir ihn töten, könnten wir die wenigen Überreste des Widerstands zerschlagen. Ich zieh mal weiter, weil ich bilde hier gerade noch aus. Oh, hier sind viele Schritte. Aber es hieß ja, dass ich auf dem Wasser die gegnerische Wirtschaft angreifen kann. Ein Schiff voller Ressourcen ist aus Tanjavur angekommen. Stellt sicher, dass es unsere Armee unversehrt erreicht. Also ich muss das einfach nur zu einem kontrollierten Hafen schicken. Okay, das ist gut zu wissen. Aber gut, muss ich mal erstmal ausprobieren, ob ich das richtig verstanden habe. Also wenn ich den jetzt hier hochschicke, kann ich da oben die Gebäude benutzen, ja? Ja, jetzt habe ich hier die Kontrolle nicht mehr. Okay, habe ich es tatsächlich richtig verstanden. Das ist mal freulich. Aber das heißt, ich muss meinen Helden immer in der Stadt behalten, in der ich gerade ausbilden will. Oh, das sind viele Gegner hier. Das heißt, ich brauche mehr Feuerschiffe, glaube ich. Oh. Elite-Elefanten habe ich noch. Belangs. Hier. Dudes. Habe ich noch nicht. Das ist echt viel hier. Hier irgendwo ein Turm? Ich sehe aktuell keinen. Ich glaube nicht. Ah, das heißt, ich muss auch immer die Kontrolle. Oh, was macht ihr denn? Kontrolle über meine Häfen behalten, weil wenn ich das nicht tue, kann ich diese Handelskorken da nicht abliefern. Das ist immer schön Schiffe, nicht Fische. Was ist jetzt passiert? Ah. Ich habe ihn rausgeschickt. Okay, dann muss ich den immer in der Stadt halten, in der ich ausbilden will. Klar, ja. Hier sind Dörfer, da kann ich also plündern gehen. Das machen wir mal. So, hier wieder ausbilden. Also eine Schiffpräsenz ist sehr wichtig. Das behalten wir uns schon mal im Kopf. Der geht jetzt hier einfach rein oder was? Okay. Interessanter Ansatz. Wo geht mein Held hier gerade drauf? Ja. Geh ich zurück. Wir haben weitere Ressourcen bekommen. Ah, das war jetzt gerade, weil ich da oben den Berg zerstört habe, ne? Ja, genau. Dann gehen wir mal weiter hier. Hier sind ja super viele von diesen Kreuzen, also damit können wir überall plündern, nehme ich mal an. So, hier erobern wir schön den Fluss. Habe ich nochmal irgendwie so eine Korke bekommen? Nee, schade. Ich glaube, es ist eigentlich gar nicht so schlecht, den Dude hier erstmal drin zu behalten. Erstens verliere ich ihn dann nicht, wie ich das ja so gerne mache. Oh, und zweitens kann ich dann konstant ausbilden in der Stadt hier unten. Aber hier kam jetzt gerade der Angriff aus der Seite, obwohl hier einfach kein Durchgang ist. Das heißt, die spawnen einfach random Einheiten anscheinend vom Gegner. Eher weniger cool, aber gut. Hier in der Nähe müsste
Also hier ist, der geht aber, hier ist ein Weltverlauf. Ja, muss ich. Also. Na, ich kann mir nicht unendlich lang Zeit lassen. Das müssen wir mal so zusammenfassen. Aber wir greifen erstmal hier weiter die Dörfer an, die Marktplätze, um genau zu sein. Machen schön weiter Schiffe. Ah ja, perfekt. Ab zur, zum Dings, zum Hafen, den wir kontrollieren. Können wir das nicht angreifen hier? Das war doch der Plan. Hier ist eine Burg. Hier ist ein Hafen. Ja, die Burg bringt wahrscheinlich auch was, wenn die kaputt machen. Oh, hier ist ein gegnerischer Hafen, oder? Nee. Einer, den wir erobern können, dann nehme ich an. So, hier haben wir jetzt auch weitere Ressourcen bekommen. Schön, wir dann nach unten. Also es hieß ja, wir sollen uns nicht zu lange Zeit lassen, aber irgendwie, wenn wir so viele Ressourcen bekommen, wir können sowieso keine zivilen Einheiten ausbilden. Das heißt, das Einzige, wie wir mehr an mehr Soldaten kommen, ist dieses Plündern. Und halt auf die Versorgungsschiffe warten. Was ist denn hier? Befestigte Turm. Ja, ich glaube, ich bin gerade ein bisschen zu weit. Warte, ich muss mal auf mehr Schiffe warten erstmal. Wie geht's hier vorwärts? Lass mich schon wieder hier so ein bisschen durch an so vielen Fronten ablenken. Aber wir gehen hier auf Nummer sicher quasi. Also klar, es heißt, wir müssen dann hier dieses Weltwunder aufhalten noch. Irgendwann. Aber das ist doch, bestimmt wert. Wir müssen dann gleich in die Richtung weiterziehen und angreifen. Aber erstmal machen wir hier alles platt, würde ich sagen. So. Und was hier? Händler. Ja. Wird wahrscheinlich dann weniger gefährlich ausfallen, aber hier war doch irgendwo eine Burg. Da oben. Das müssen jetzt hier genug Schiffe sein, um mal ein bisschen Rabatz zu machen. Hier. Jetzt. Was ist hier mit angreifen? Mach doch hier mal fertig. Das ist so schwer. So, oh, das ist fertig. Also, ja, jetzt muss ich mal langsam loslegen hier. Utskala liegt vor uns. Es ist von dicken Mauern und dichten Wäldern hervorragend geschützt. Vielleicht finden wir einen einfacheren Weg hinein. Die Mauern von Utskala wurden seit Menschengedenken gebaut. Und sie werden auch heute. Ja komm, wir machen das jetzt hier oben mit der Burg und dann müssen wir mal wirklich das Primärziel verfolgen, würde ich sagen. Aber das mit der Flotte läuft schon mal ganz gut. Hier oben ja nicht so gut, aber komm, das packen wir schon. Werde ich nochmal so ein Ding bekommen? Nee, aber nicht. Schade. So, ist doch hier, kann ich irgendwie die Wirtschaft von dem angreifen. Ich bedauere nur, dass ich mich nicht den Chalukyas im Krieg gegen euch angeschlossen habe, Rajendra. Es wäre. Ah, töten Sie den. Ja gut, das machen wir doch jetzt. Machen wir. Diese Türme machen mich hier fertig. Oh, perfekt.
Oh, hier. Oh, da hat er super viel, ey. Wie soll ich das denn alles kaputt machen? Das ist doch Quatsch. Wir ziehen jetzt mal zur nächsten Stadt, würde ich sagen. Hier ist die Reliquie oder was? Und hier ist unser General, okay. Starke Worte für einen Mann mit einem Pfeil in der Brust. Aber damit solche Worte irgendeine Bedeutung haben, müssen sie umgesetzt werden. Ein tapferer Tod wiegt ein feiges Leben nicht auf. Was ist jetzt passiert? Okay, der ist weg. Okay, never mind. Mahipala hat seine Armee auf das Schlachtfeld gebracht und bereitet sich auf den Angriff vor. Meine Männer und ich haben das Land aber gründlich erkundet. Wir sind also vorbereitet. Wir müssen uns beeilen, um unsere Position zu sichern. Bereitet euch auf die Schlacht vor. Okay. Wenn dieser Tag vorüber ist, werden wir uns im Heiligen Ganges das Blut unserer Feinde vom Körper waschen. Oh, jetzt habe ich ja auch super viele neue Truppen, alles klar. Was ist hier los? Oh, Tribogen. Ich war so ein bisschen verstreut, meine Dudes noch. Zu den blauen weiß jetzt nicht, da muss man vielleicht irgendwo außen rumlaufen. Was ist mit euch denn? Oh, das ist eine große. Oh, das muss jetzt hier durch und dieses. Wow, okay. Wie machen wir das jetzt am Schlossen? Wie organisiere ich mich hier? Also ich muss jetzt hier losschlagen, weil das die Zeit drängt und der hat unfassbar viele Einheiten. Mein General muss ich hier drin lassen, sonst kann ich nicht weiter ausbilden. Also die große Schwäche von denen sind natürlich die Trash-Einheiten. Keine Ahnung, wie ich das hier im Schloss angehe, ehrlich gesagt. Schwer, so viele Einheiten ordentlich zu kontrollieren. War das mal mit dem klassischen Manöver hier. Lock die einfach an. Und wo ist mein General? Da war doch noch ein Held. Voller Ressourcen ist aus Tanjavur angekommen. Stellt sicher, dass es unsere Armee unversehrt erreicht. Und jetzt hier den Meat Grinder von allen Seiten. Was läuft ganz gut, würde ich sagen. Ich habe nur meine Verlangungswaffen größtenteils verloren. Mann, ey, da kommt der. Das ist jetzt hier eine extreme Bammschlacht. Nahrung unbedingt. Kriege ich keine mehr? Oh fuck, vielleicht wurde das ja versenkt hier gerade. Hab doch mal. Oder ist der schon tot? Habe ich nicht so mal so einen General bekommen irgendwann? Ah, da ist er ja. Bin ran da. Einen Markt? Ah, okay, jetzt habe ich zumindest wieder hier alles für sich. Ja, unbedingt hier los, meine Freunde.
Eigentlich müsste ich eher hier drauf gehen, aber ich glaube, die Burg zu entfernen ist erstmal zielführend, ne? Auf da! Nein, ich muss auf die Brücke schießen. Hab ich denn noch? Ja, nicht mehr so viel. Wieso geht diese Brücke nicht kaputt? Ich bin überrascht, dass sie so lange überlebt. Oh, okay. Ja, jetzt habe ich auch noch meinen General verloren, aber gut, das ist ja Klassik bei mir. Jetzt muss ich auf Nahrungswaffen warten. Ich brauche unbedingt mehr Rohstoffe eigentlich. Super, da kommt wieder was. Ich habe einen Markt. Boah, ey. Gegner hat einfach hier unendlich Truppen gefühlt. Es wird eng auf jeden Fall. Noch 100 Jahre. Sehr gut. Brauche ich unbedingt. So, die Burg ist jetzt durch. Muss die Türme weg, dann kann ich vorstoßen und das Weltwunder angreifen. Dann sollte ich es aber so langsam haben eigentlich. Also in den Griff kriegen vielleicht ist das bessere Wort. So, perfekt. Und jetzt Angriff. Boah, ey, das ist ja echt. Hat Strom von einer Ende gegeneinander fließt hier. Meine Einheiten stehen sich die ganze Zeit gegenseitig im Weg. Jetzt beginnt aber der Angriff mit den Tributen. Ich meine, General natürlich nie verbessert, weil der einfach die ganze Zeit in der Basis chillt. Aber wenn ich das nicht mache, dann kann ich keine Einheiten ausbilden. Von daher, ich glaube, ich mache das schon richtig. So, aber jetzt ist erstmal gleich die Weltwunder kaputt. Dann habe ich schon mal diesen Timer für den Hals. Sehr gut. Und dann gehe ich jetzt mal in die Richtung vielleicht zuerst. Oder ich muss diese Burg hier zerstören. Ah, ich muss alle drei Burgen zerstören, alles klar. Dann muss ich ja sowieso alle Richtungen so ein bisschen die Liebe verteilen. Ah gut, dann ich glaube, jetzt habe ich das Gröbste überstanden. Weil schon ein ziemlich krasser Strom an Einheiten da hier gegeneinander fließt. Potenziell könnte man natürlich 200 Einheiten Armee haben hier, aber das reichen die Rohstoffe bei diesen Verlusten nicht. Jetzt die Frage, soll ich einfach weiterziehen? Wahrscheinlich schon. Ich gehe einfach jetzt hier oben Richtung Burg. Jetzt muss ich mal meine Einheiten ein bisschen konservativer hier verwenden.
So, neue Rohstoffe, perfekt. Bisschen was von allem. Also man kriegt Rohstoffe durch diese Koggen, aber auch ab und zu mal so. Was ist eigentlich? Achso, hier, da muss noch was. Ah, hier gibt es auch noch was zu holen, aber egal. Ich glaube, wir haben das jetzt, im Sack. Schwere Mission, finde ich. Gerade so gereicht, glaube ich. Ich glaube, ich hätte hier auch gut und gerne diese große Schlacht in der Mitte verlieren können. Was ich ein bisschen schade finde, ist also, dass man diese Abwägung zwischen die Moral der Armee verbessern und überhaupt Einheit ausbilden. Das, also. Wie ich das jetzt gespielt habe zumindest, ist die einzig richtige Wahl, den Anführer die ganze Zeit in der eigenen Stadt zu lassen, weil man sonst, weil man diesen Strom an Einheiten sonst nicht aufrechterhalten kann, der Gegner einem entgegenschleudert. Und ja, dass man das Wasser auf jeden Fall kontrolliert halten muss, sonst sieht es ganz düster aus auf jeden Fall. So, aber wenn die Burg fällt, das war doch nur das letzte Hauptziel, oder? Ja, genau. Das ist, dann habe ich die Mission gewonnen. Oder? Perfekt. Trotz der Demütigung durch meine Hände weigert sich Mahipala, das Knie zu beugen. Er zieht sich zurück und lässt Ostbengalen für Überfälle offen und rettet damit seine Dynastie vor der Vernichtung. Ein Teil von mir bewundert seinen standhaften Widerstand. Aber das ist ein Teil, der sterben muss. Es kann keine Bewunderung für Feinde geben. Keinen Respekt für diejenigen, die sich weigern, ihren Platz in der Welt, die ich erschaffe, zu akzeptieren. Fürs Erste überlasse ich es Mahipala, die Scherben seines Stolzes aufzusammeln. Ein anderes, noch größeres Raubtier hat meine Aufmerksamkeit erregt. Na, wer das wohl sein mag. Einmal kurz einen Blick auf die Karte werfen hier. Also diese Türme kann man wahrscheinlich mit genug Willenskraft schon noch kaputt machen. Dann hätte ich hier in die Wirtschaft ballern können. Das war wahrscheinlich so gemeint mit dem Hinweis. So, und hier dieses Lager. Ach, da hätte man... Ah, ich habe das einfach nicht richtig erkundet. Gut, man hätte hier durchgekonnt, wie es aussieht. Ah, das habe ich nicht gesehen. Aber was hätte man denn hier... Ach, da ist dann die Reliquie und die kann man dann wohin bringen? Hier. Was hätte ich dafür bekommen? Man weiß es nicht. Egal, hat er auch so gepasst. Und ja, das mit den Helden, keine Ahnung, kann man vielleicht auch schlauer lösen. Beziehungsweise ich hätte wahrscheinlich mein Dude hier, wie ich das jetzt gemacht habe, in der Stadt zum Ausbilden lassen. Und den General, den ich ja so leichtfertig verloren habe, den hätte ich wahrscheinlich bei der Armee lassen müssen. Das wäre wahrscheinlich das Richtige gewesen. Aber gut, verliere eigentlich immer die Helden. Ja, ich hoffe mal, auch dieses Level hat euch gefallen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge, in Mission 5. Bis dann.